Das ist ein Saft. Und damit... Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Red Dead Redemption. Erstmal, sorry, dass gestern keine Folge kam. Ich habe leider gerade sehr, sehr viel zu tun. Es ist ja auch vor 2 Tagen Plague Tale dazu gekommen. Heute geht's wieder weiter mit Red Dead Redemption. So, Freunde, was machen wir jetzt? Zur Info, die gute Lucy hatte mir unter die letzte Folge geschrieben, wie ich noch 2 Herausforderungen starte. Dafür muss ich einmal einen Kojoten töten. Eigentlich will ich das gar nicht, ne? Aber ich versuche mal, das Spiel auf 100% durchzukriegen. Also wir müssen einmal einen Kojoten töten und wir müssen einen Vogel aus der Luft schießen. Das sollten wir doch hinbekommen. So. Was machen wir nun? Wir können zu Mr. Ricketts, den wir ja letzte Folge kennengelernt haben, aber wir können mal auch zu dem D da auf der Karte mal auschecken, was da abgeht. Das ist ja nicht so weit weg hier. Das ist in Punta Orgullo. Und da muss ich ja auch das Gewächs finden. Da trifft sich also ganz gut. Warum soll ich denn jetzt hier lang? Kann ich nicht hier einfach... Ist doch viel kürzer. Halt! Halt, halt, halt. Siehst du? Siehst du? Geht schon los. Da, das ist doch, was wir brauchen. Feigenkaktus, Junge. So, viel brauchen wir dann noch? Ich glaube, wir mussten 8 sammeln, ne? Waren das nicht 8? Journal. Herausforderungen. Scharfschütze? Scharfschütze Level 1? Habe ich schon einen Vogel? Warum habe ich das? Ich habe nicht weitergespielt, Freunde. Schatzsucher Level 3? Das war das letzte Mal? Ich habe wirklich nicht weitergespielt. Und war das nicht auch Schatzsucher Level 2? Warum? Egal, wir... Nehmen das jetzt einfach mal so an. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht. Vielleicht habe ich aus Versehen Vogel abgeschossen. Ich weiß es nicht. Aber ihr kennt mich ja, ich schieße ja immer einen Vogel ab. So. 8 müssen wir. Und ich glaube, wir haben 2 gefunden jetzt. Ne? Das war der 2. Okay. Sehr merkwürdig, Freunde. Sehr merkwürdig. Aber vielleicht hat das alles seine Richtigkeit. Gestohlene Kutsche. Okay. Halt, nein. Da, scheiße. Hoffentlich bricht das jetzt nicht gleich wieder ab. Komm, 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 Marston, mach hinne! Ah. Scheiße. Wo? Da. Okay. Komm, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. So, dann wurde noch geschrieben, ich glaube, von Wargamer. Ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, dass das Schlachtross das beste Pferd im Spiel ist. Und wenn das mal stirbt, dann kann ich das einfach... Menü widerrufen. Ist also kein Problem. Zack. Steig auf die gestohlene Kutsche. Das lief doch wunderbar. Oh! Lalalala. War was? Ich glaube nicht. Mann, ey. Mann! Es tut mir so leid, Freunde. Was ist denn jetzt? Das ist ja ganz komisch jetzt hier. Also... Ich komme aber noch nicht drauf klar, dass wir diese Herausforderung... Habe ich mal einen Vogel abgeknallt in der letzten Folge? Eigentlich nicht. Ich hatte doch da... Und ich meine, ich habe ja auch da gespeichert das letzte Mal. Also... Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir es aus Versehen gestartet. Aber ich dachte auch, dass wir Schatzsucher Level 2 erst sind. Weil wir hatten doch erst einen Schatz gefunden. Naja. Oh, hübsch hier. Was ist denn das für ein kleines Städtchen? Escalera. Hola, Escalera. Me gusta. Me gusta, Freunde. Der Spanisch-Ruckel wieder am Start. Hier 3 Sätze kann er und macht hier einen auf... Native oder was? So, komm.
So. Casablanca. Schauen wir mal. What do you want, Gringo? Wer bist denn du? What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, Gringo? See? I guess. Because I'm not good enough for you? See? No, you think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax, I mean, relax. Ja, viele haben schon gezittert, Junge. Somewhere between the three-inch stare and the soldier's arm to the teeth? Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Let's come eat, drink. And then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. Ah. John Marston. My country. Weihnachtsmann und Coca-Cola hier. Spain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroyed a way of life. I'm no politician, sir. And I am a soldier, a killer. But we are both beholden to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly, you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Stößchen. Vámonos! Vámonos, Freunde. Let's go. Fahre bei De Santa mit oder nimm dein eigenes Pferd. Hallo, ich nehme natürlich mein eigenes Schlachtross. Oder wir fahren bei ihm mit, falls es eine Schießerei gibt. Das ist vielleicht cleverer. Dann muss ich mich nur darauf konzentrieren, aber... Nee, komm, ich nehme mein eigenes. Folge De Santa nach Chupa Rosa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ohne mich... Ah, okay, das ist Untertitel. Oh, sieht schon cool aus, ne? Oh! Pardon? You did not expect such a warm welcome from the Mexican army, I can see. I didn't know what to expect.
I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught, but do not understand. Meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? He just repeats lies you heard. Baby. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this. And I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better? To pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these outlaws you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of a past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself. Whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. So, es scheint langsam wieder Tag zu werden. Don't people have the right to stand up for themselves? The right? The right? Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying, there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once. I suppose, in a twisted kind of way. Thought I could change something if I thought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution's always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Abraham Reyes? He's a traitor, a liar. A coward and a sinner. A hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family. A man born in a golden cradle. Who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcony giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. Nun, wir haben ja einmal komplett Mexiko abgeritten. Nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. Were you ever in an army?
It's not far now. Are you ready? Ready for what? Na klar. We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Barossa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Oh. So. Come on, the train is waiting. Zack. Da sind wir auch schon. Wann ist nun? What are you waiting for? Ach so, ja. Ich dachte, ich muss erst hier irgendwo in ein Kreuz rein. Aber dem ist wohl nicht so. Na dann los. Vamonos. Da. Folge Santa zu dem Zug. Santa Claus is coming to town. Okay, wir haben die Lokomotive. Und wie viel Leben sie noch hat? Okay. Sehr cool. Ist schon nice einfach. Ja, die Maus dreht manchmal irgendwie von selber. Ich weiß nicht warum. Weiter geht's. So. Jetzt werde ich aber hauptsächlich das Deadeye benutzen, Freunde. Ich glaube... Da geht's nämlich schon los. Alles klar. Scheiße, zu weit weg oder was? Okay. Weiter geht's. Oh, guck mal, Wüstensalbei. Ha! Bist du noch? Brauche ich nicht. Auch noch Feigenkaktus. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Werden die nicht mehr gemarkt? Muss ich die... Oder muss ich die jetzt selber marken? Ah, genau, ich musste die selber marken. So war das. Alles klar. Funktioniert, Freunde. Lokomotive hat ein bisschen Schaden genommen, aber ist zu verschmerzen auf jeden Fall. Warte mal kurz hier. Und weiter geht's. Okay, hier geht's weiter. Zack. Zack und bam bam. Halt. Ah, okay. Oh Gott, das Pferd. Oh Gott, das Pferd! Alter, da wird eine Leiche mitgeschliffen. Seht ihr das auf der Karte? Das Kreuz? Das wird mitgeschliffen. Auf dem Zug oder was? Ganz kurz. Ach, da drin. Okay, schade. Ich dachte irgendwie unter den Reifen oder so. Also unter den Rädern. Oh, oh, Verzeihung, Verzeihung. Zack. Zack. Scheiße, ich glaube, ich muss halt auf die andere Seite gehen, oder? Oh, oh. Oh, oh. Okay, wir müssen uns jetzt um die hier kümmern. Scheiße, Deadeye ist alle. Scheiße, Deadeye ist alle. Hm. Ja, mal gucken.
finden. Zack. Jawohl. Die sind zu weit weg. Ja, Lokomotive sieht doch noch ganz gut aus. Oder nicht? Ist eigentlich schon besser so hier, ne? Weil er ist ja auf der anderen Seite. Sehe sie nicht, wo? Triff dich mit der Santa in Casa Madrugada. Mach mal. Boah, sieht auch geil aus. Nice, lass mal einkehren. Schönen guten Tag. Todo bien, compadre. They're a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. Nice. Los rebeldes están robando el tren. Levántese, perezoso, que sepa que le estoy pagando. Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Yeah. Todavía levántese. Usted también. ¿Qué tengo que hacer? Ya, ya, muévase. Okay. ¿Qué le pasa a usted? Ay, oh, Dios mío, levántese. Na dann. Ya mismo. Nee, Junge, warte mal. So. Und los geht's. Wenige die Rebellen. Holy shit. Oh Gott. Nummer 1. So, wir haben wieder ein bisschen Dead-Eye. Zug hat jetzt keine Anzeige, also kann ich auf den Zug ballern, oder wie? Bewege dich parallel zur Vorderseite und springe auf den Zug auf. Ja, aber... Wie denn jetzt? Nein! Nee, so nicht. Aber dann muss ich auf die andere Seite, oder? Also, wie lange ist der denn noch? Come on! Nee, ich muss nach ganz vorne. So. Okay. Nein! Oh! Was war das denn? Baby. Geschichte. $50. Wow. So. Ruhm plus 250. Das ist geil. Endlich kriegen wir ein bisschen mehr Ruhm, Freunde. So, komm mal ran hier. Zack. Okay, wo sind wir denn jetzt? Alter, wir sind echt einmal komplett durch Mexiko, ne? Komplett. Von hier sind wir gestartet. Krass. Alter. So, okay. Aber hier kann ich gar nicht so viel erledigen, oder? Weil hier ist ja auch nichts Lilanes und so. Na, egal. Ich würde sagen, wir machen vielleicht nochmal hierhin zu De Santa. Beziehungsweise, ja doch, das mache ich mal, weil, dann kann ich ja mal versuchen, ob ich jetzt in den restlichen 5 Minuten noch so ein bisschen,
ja, ein bisschen Herausforderungen zum Beispiel machen kann. Oh Gott. Seid ihr Kojoten? Einige Tiere gibt es nur in bestimmten Teilen der Welt. Ja. Wow, das hat ja sehr gut funktioniert. Toll. Ein Traum. Na gut, jetzt bin ich hier. So kann man ja auch schnell reisen. Es ist immer noch Nacht, das nervt voll, oder? Na gut, jetzt... Oder wird das jetzt hell? Ja, ne? So. Okay. Oh, was haben wir hier? Hier habe ich schon gepflückt, wie es aussieht. So, machen wir uns mal auf die Suche nach ein bisschen Feigenkaktus, Junge. Oder Kaktusfeige oder wie auch immer. Da muss ja hier eigentlich so... Nein, jetzt habe ich es hier klein gemacht. Oh. Nein! So, jetzt läuft es wieder. Sorry, Freunde! Gucke ich nochmal schnell ins Journal. Herausforderung. Schieße 5 fliegende Wildvögel ab. Aber da muss ich ja ein paar schon getroffen haben. Also ich erinnere mich überhaupt nicht daran, dass ich das gemacht habe. Aber ich schwöre hoch und heilig, Freunde, ich habe nicht weitergespielt. Seit der letzten Folge. Bist du ein Kojote? Komm mal her. Kein Kojot, oder? Nee. Einige Tiere der Welt. Oder muss ich den vielleicht häuten noch? Was steht denn da? Tierhäuten. Hm. Steht leider nicht die Art da. Doch, Kojotenfleisch. Durch das Sammeln eines Kojotenfells hast du den ersten Level der Meisterjäger-Herausforderung gestartet. Doch, das sind Kojoten. Wollte schon sagen. Das sind doch so kleine Füchse. Aber warte mal, hier war doch noch einer. Wo ist denn der jetzt? Hier, guck mal hier. Zack, haben wir gleich den nächsten. Und der Himmel färbte sich rot vom Blut der Kojoten. Nice. Okay, eigentlich nicht so nice, aber für einen Fortschritt ist es auf jeden Fall nice. Für den Fortnite, Freunde. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Komm, wir finden doch hier noch so eine Kaktusfeige. Was geht denn hier? Ja, klar, Junge. Herausforderung annehmen? Ja klar, mach ich. Töte 3 Vögel, bevor die Zeit... Okay. Geil. Aber das zählt jetzt nicht... Scharfschütze Level 1. Doch, das zählt für die Herausforderung, oder? Schieße 5 Kaninchen ab. Och nö. Kann ich doch nicht tun. Also, dann war das doch ein Bug. Weil ich habe ja jetzt erst gestartet. Komisch. Freunde, du hast den ersten Level der Scharfschützen-Herausforderung abgeschlossen. Okay, aber es läuft, Freunde. Es läuft jetzt.
Prima. Zack. Adlerfedern, vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Naja gut, ich kann die nur verkaufen, oder? Scheiße, der ist da oben, da komme ich nie ran. Mensch. Nun gut. Geil, dann machen wir mal weiter, Freunde. Let's go. Let's go. Da. Da sehe ich doch Kaktus, Junge. Feigenkaktus. Vor allem von, ich glaube, von Kaktusfeigen habe ich schon mal gehört. Oder? Aber, Kaktus, Feigenkaktus muss ja anscheinend auch geben. So. Schönen guten Tag. Kommen wir hier nochmal. Ah, guck hier, Junge. Das funktioniert doch. Wunderbar. Was sagt die Zeit? Oh, wir können eigentlich gleich Feierabend machen. So, ich schaue hier nochmal rein. Wie viel brauchen wir denn noch? Journal. Überlebenskünstler. Na gut, das sind drei vielleicht noch oder so. Nee, das werden wir, glaube ich, die Folge nicht mehr machen. Machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.